Was geht ab, meine lieben Zockfreunde? 2017 ist endlich da. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Silvester und konntet einfach 2016 jetzt mal so richtig abschließen und freut euch so richtig auf eure Vorsätze, die ihr 2017 brechen werdet. Nee, Spaß. Erstmal, ja, frohes Neues, weil, ja, einfach nur frohes Neues. Und in dem Sinne, neues Jahr, erstes neues Format, Resident Evil 4. Los geht's, auf normal. Resident Evil 4. Oh, ich hab das Spiel so lange nicht mehr angefasst, deswegen habe ich richtig Bock drauf. 1998. I'll never forget it. It was the year when those grisly murders occurred in the Arklay Mountains. Soon after, the news was out to the whole world, revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the International Pharmaceutical Enterprise, Umbrella. The virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City, and hit the peaceful little town with a devastating blow crippling its very foundation. Not taking any chances, the President of the United States ordered a contingency plan to sterilize Raccoon City. With the whole affair gone public, the United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella. Soon its stock prices crashed, and for all intents and purposes, Umbrella was finished. Six years have passed since that horrendous incident. I received special training via a secret organization working under the direct control of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. Cornel, why am I the one who always gets me short end of the stick? You, who are you really? Come on and tell us. You are a long way from home, cowboy. You have my sympathies. Guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. My assignment is to search for the president's missing daughter. What? All by yourself? I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing Kumbaya together at some Boy Scout bonfire. Then again, maybe you did. Oh, you crazy American. It's a direct order from the chief himself. I tell you, it's no picnic. I'm counting on you guys. It was right before I was to take on my duties of protecting the president's daughter when she was abducted. That's the ultimate reason I'm in this lonely and rural part of Europe. According to our intelligence, there's reliable information about a sighting of a girl that looks very similar to the president's daughter. Apparently, she's being withheld by some unidentified group of people. Who would have thought that my first job would have been a rescue mission? It's freezing. So cold all of a sudden. Must be my imagination. Sorry it took so long. Just up ahead is the village. I'll go and have a look around. Yeah, we'll stay and watch that car. Don't want to get any parking tickets. Right. Parking tickets. Good luck.
Jeez, who are these guys? Did you say something? Leon, I hope you can hear me. I'm Ingrid Hunnigan. I'll be your support on this mission. Loud and clear. Somehow I thought you'd be a little older. So the subject's name's Ashley Graham, right? That's right. She's the daughter of the president. So try to behave yourself, okay? Whoever this group is, they sure picked the wrong girl to kidnap. I'll try to find some more information on my end as well. Good. Talk to you later. Leon out. So, jetzt sind wir endlich drin im Spiel. Schön lang Cutscene und... Mein Gott. Ich habe das Spiel damals auf der PS3 gespielt. Und ich muss sagen, es hat damals wirklich so, es war sehr schwer zu spielen. Beziehungsweise halt nicht so flüssig halt wie jetzt. Halt mit 60 FPS, ey. So. Oh. So fühlt sich das Spiel schon mal richtig geil an. Ich gucke jetzt mal eben gerade so, okay. Drei Karte. Messer L1. Okay. Achso, schießen ist jetzt auf... Ah, schießen ist auf jetzt R2. Kann ich die Steuerung vielleicht ändern wie damals? Ah, hier ist die alte Steuerung. Ah, ich probiere mal diese neue mal aus. Weil das fühlt sich dann, glaube ich, viel besser an. So. Erstmal jetzt für Fehlverweigerungs machen. Ja, juckt mich nicht. Ach, fick dich doch. So. Egal. Jetzt wollen wir mal. Wo ist eigentlich mein Inventar eigentlich, wenn ich... Oh. Sorry, wollte nicht erst so auf Touchpad. Okay. Sortieren. Ich hätte gern das so, wie immer. So, boah. Fühlt sich eigentlich so ein bisschen an wie... Oh, da hat jemand einen Hustenanfall. Excuse me. Sir? I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Sorry to have bothered you. Hey! Freeze! I said freeze! Da will jemand nicht hören? Und die hauen natürlich ab. Oh, ne, ist ein Truck. Shit. Kannst du laut sagen, Leon? Ist gerade ein schlechter Zeitpunkt, Hannigan. Is everything okay? There was a hostile local. I had no choice but to neutralize him. There are still others surrounding the area. Get out of there and head toward the village. Take whatever measures necessary to save the subject. Understood. Okay. Er ist kein Zombie. Das wissen wir. Er hat noch geredet. Irgendwas, aber er hat geredet. Nett. Wie leicht eigentlich... Ah, okay. Mit X nochmal. So... Die Muni werde ich brauchen. So, und jetzt raus. So,
So, kommt her! Du kommst auch nochmal her. Der ist weg. Du bleibst mal stehen. Gott, gehen die mir auf Nerven wie damals. Egal. Was haben wir hier? Lol. Hier gab es eine Schreibmaschine? Egal, erstmal Kraut nehmen und mehr Geld. So. Für diejenigen, die eventuell noch nie was von Resident Evil 4 gehört haben oder es halt noch nie wirklich gespielt haben. Survival Horror. Und was wir eigentlich nur machen ist, Präsidententochter rausholen. Einfach nur so nur für diejenigen, die es eventuell noch nicht wissen. Gutes altes Resident Evil Game Feeling. Mit Schreibmaschinen-Saves, Tod und allem anderen. Und Krähen, die Granaten für uns geben. Also, wenn ich jetzt eine Krähe erschießen würde, würde ich jetzt auch eine Handgranate bekommen. Ah, der arme Hund. Ja, komm. Wir holen ihn mal raus. Lauf, kleiner Junge, lauf! Beste Despawn-Animation, EU. Ja gut, so. Das sieht mir wie eine Falle aus. Also ich würde jetzt nicht direkt sagen, dass das eine Falle ist, aber ich sag's jetzt einfach nur mal so. Ja, dir auch guten Tag. Also ich muss wirklich sagen, die Leute hier sind ziemlich blind. Ne, Ganado? Du bist ziemlich blind, ne? Na komm, ich helf mal. Ah, kacke, ich kann nichts machen. Egal. Ich schick dir mal meinen Augenarzt einfach mal rüber. So. Ah, Kisten. Oh, ist echt zu lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. Ich hatte aber richtig Bock. Jetzt, wo es wegen Nano-Angebot im Sale war, habe ich direkt zugeschlagen. Oh, gemütlich. Sexuelle Diskriminierung gibt es hier wohl nicht. Ich muss sie schnell finden. Wie gesagt, gemütlich. Juhu. Oh. Hallo. Nope. Mann, für euch muss ich mich noch nicht mal anstrengen, ey. Lustig. Oh, seid ihr nett? Nein, ihr ruft wahrscheinlich Verstärkung. Als ob man dich da hinten nicht sieht. So. Jetzt kommt einfach nur schöne alte Nostalgie in diesem Spiel rüber. Ich weiß auch nicht direkt so, was ich jetzt so hier eigentlich sagen soll, um ehrlich zu sein. Ich meine, ich will jetzt einfach hier nur so ein bisschen so die Nostalgie einfach genießen, weil, wenn man ehrlich ist, Resident Evil 4 ist ein gutes Resident Evil. Kann man nichts anderes sagen. Oh, Hannigan. Leon, how you holding up? Bad question, Hannigan. Sorry to hear that. I'm sending you a playing manual. Hope you find it useful. I'll take a look at it. Thanks. Jetzt gibt man einem erstmal sowas.
Man denkt sich so, man lässt erstmal den Spieler so richtig erstmal so seine ganze Muni verballern auf die Ganados. Und dann gibt man erstmal jetzt Tutorials dafür. Beste. Oh. Das scheint wohl unser Kollege von vorhin da zu sein. Und wie laut sind die denn bitte, dass ich jetzt hier alles höre? Ich gehe mal unbewaffnet mal hin zu denen. Vielleicht sind sie ja nett. Kann ich eigentlich überhaupt? Nein, nicht ablegen. Ich gehe einfach hin. Oh. Natürlich. Hallo. Oh, du lebst noch? Oh. Das habe ich nicht gesehen. Entschuldigung. Ich will hier nicht stören. Ich will eigentlich gar nicht euch stören, deswegen, ich hau mal ab. Oh, Tür vor die Fresse. Vor allem, er darf alle, so alles andere flucht er so, aber sobald er einmal Arschloch sagen will, geht's nicht. Ah, meine gute alte Schrotze. So, weg mit dieser Scheißleiter. Oh, da kommt unser schöner Freund, die Kettensäge. Handgranate, nachladen. Gewehr nehmen und einen freundlichen Empfang bieten. Oh, das? Nein, komm schon, Messer! Oh. Mann. Er ist doch tot direkt von der Kettensäge, ey. Gott, ey. So, jetzt, komm. Wir machen das eben mal. Überspringen, zack, fertig. Gott, ey. Mann, ich bin echt aus der Übung. Rein ins Haus. Wie sich das auch echt immer noch anhört, ey. Oh, da liegt ein Ei. Hühnerei nehmen? Natürlich. Hühnerei ist lecker. So, wo war jetzt hier nochmal das fucking gelbe Kraut, ey? Gelbes Kraut, wo bist du? Danke. Endlich, ey. So. Ne, das mischen wir. So, packen wir dahin. Der Ei kann da bleiben, ist mir egal. Das nehme ich mit. So.
Ist ja okay, wenn ich hier mal plündern gehe, oder? So, jetzt gehen wir mal kurz rein. So, diesmal verkacke ich das nicht. So. Euch will ich nicht hier drin haben. So. Weg mit der Scheiße. So, diesmal mache ich es wirklich richtig. So. Oh, danke. Ich frage mich immer noch, wo die hier übrigens eine Kettensäge herbekommen. Nachladen? Ah, kacke, ich hab die Schrotflintenmunition umvergessen. Scheiße. Ach, egal, eine Handgranate regelt's auch. Na voll. Na gut, erstmal eine Brandgranate. Wenn wir auf Pistole wechseln? Oh, Bastard. Handgranate? Ich hasse diese Kettensäge. Ha? Nein, mitnehmen. So, warte mal, kombinieren. Oh, ernsthaft? Ich kann nicht mehr so fast loaden. Okay, Pistole. Ja gut. Gott, ey. Das ist viel, viel schwerer, als ich in Erinnerung hatte. Oder ich bin einfach nur echt zu aus der Übung, ey. Und ich glaube wirklich, dass es das ist. Hoch. Hallo. So, das könnt ihr euch abschminken. Du bleibst schön unten. Oh, gut. Geschafft. Where's everyone going? Bingo? Resident Evil 4 beginnt jetzt offiziell. Hunnigan, I have some bad news. I've confirmed the body of an officer. Something's happened to the people here. Leon, you need to get out of there. Look for a tower and follow the trail near it. Got it. So, jetzt beginnt die Scheiße erst richtig. Ach. So. Erstmal eintreten. So wie es ein guter Polizist macht. Oder Ex-Polizist. So, jeden möglichen Scheiß mitnehmen.
Und was soll ich jetzt noch machen? So, erstmal wollte ich mir meine Schrotflintenmunition holen. Zack, jetzt nachladen. Nee. Eigentlich geht das doch, dass ich das so kombinieren kann. Ach ja, dann laden wir mal so nach. Zack. Das packen wir hier hin. Das kombinieren wir. Und dann packen wir nochmal hier hin. Das gegen das Ei. Ei kommt dahin. Und Pistole ausrüsten. So, fertig. Stylisch aus dem Haus springen. Easter. Hier war ich hier gerade, ne? Ja, hier war ich. So. Aber ganz ehrlich, ich frage mich immer noch, warum, wenn so eine Glocke läutet, dass die auf einmal so sehen, denken so, oh, wir haben hier immer noch diesen Eindringling. Ach, lassen wir den mal leben. Wir wollten ja gerade von der Sekunde umlegen. Das ist, macht keinen Sinn für mich halt. Aber null. Ach. Naja. Jetzt geht's hier erstmal weiter am Looten. Immer schön dem Loot folgen. Immer sich zu denken so, ich hab das Geld. So, Schloss mit Messer aufmachen. Wie immer das auch geht. Ja, immer Schrotflintenmunition. Da steht ein schmutziges Bett. Das scheint Blutflecken zu sein. Lass mal eine Runde pennen. So, habe ich hier alles? So, ja, müsste sein. So. Ja, ihr Hühner, ihr habt Angst, ich weiß, juckt mich nicht. So, ist hier noch etwas gewesen? Nein. So, dann erstmal hoch den Turm, weil ich glaube, da war noch ein bisschen Munition für mich, die ich mir jetzt noch schnappen möchte. Ich kann mich nur erinnern, ich bin immer wegen Munitionsmangel gestorben, wenn ich das Spiel gespielt habe. So. In echt hätten wir jetzt richtig schön gebrochene Beine. Und wären vielleicht sogar gestorben an dem Aufprall. Aber hey, es ist Leon fucking Kennedy. Ich glaube, ansonsten habe ich wirklich jetzt das gesamte Dorf ausgeplündert. So. Und danke für eure Spenden an Leon S. Kennedy. Bitte beehrt ihn bald wieder, wenn ihr eine Kugel ins Gesicht haben möchtet. Könnte man wirklich so als Slogan so benutzen, so. Leon S. Kennedy, der Mann, der sich alles nimmt. Oh, eine Notiz. Aufruf zur Wachsamkeit. Vor kurzem hieß es, ein Mitglied der US-Regierung sei hier im Dorf, um Nachforschung anzustellen. Sorge dafür, dass er unseren Gast nicht kontaktiert. Falls ihr es nicht wisst, unser Gast ist in einem Haus hinter dem Bauernhof. Sobald wir soweit sind, bringen wir ihn an einen sicheren Ort im Tal. Dort bleibt er bis auf Weiteres. Passt auf, dass der Army nicht in seine Nähe kommt. Wir wissen nicht, wie die US-Regierung von unserem Dorf erfahren hat, aber wir finden es heraus. Ich glaube jedoch, dass sein Eindringen zum jetzigen Zeitpunkt kein Zufall ist. Sicher ist es, ist noch jemand anderes als die US-Regierung in die Sache verwickelt. Männer, bleibt wachsam. Bürgermeister Vitores Mendez. Oh. Also wussten sie irgendwie, dass ich komme. Wir werden sogar als der Ami abgestempelt. Gott, ey. Was ich mich allerdings immer noch frage ist, ist das hier jetzt eigentlich Spanien oder eine Region in Portugal? Weil ich bin mir halt echt immer noch unsicher, ob das wirklich Spanisch oder Portugiesisch ist. Weil beides höre ich nicht wirklich so, um ehrlich zu sein. So, blaue Medaillen. 15 blaue Medaillen, 7 auf dem Bauernhof, 8 auf dem Friedhof. Diejenigen unter euch, die 10 oder mehr zerstören, werden belohnt. Der Rest ist unlesbar. Dann würde ich mal sagen, knallen wir sie mal ab. 1 von 15.
Guten Tag, Sir. Ich wollte jetzt nicht von der Arbeit abhalten. Sir? Sie... Ich muss die Nachforschung treiben. Ey, das sind Pharma-Werkzeuge. Ey, ich will hier keinen Kontakt mit Ihnen haben. Mann, was für aufdringliche Leute immer hier sind, ey. So, 800 Peters. So. Oh, guck mal, eine schöne Medaille. Die will ich doch mal. Schöne Anhänger. Meins. Mann, das stinkt. Und ist von Maden übersät. Lecker. Ich glaube, er hat kurzzeitig vergessen, was Türen sind und Wände. Hey Kleiner, geh mal raus. Ich mag Hunde, also will ich dir nichts antun. So, da ist unsere dritte Medaille. Unsere zweite erst. Da ist die Nummer dritte. Und wenn ich mich jetzt recht entsinnere, war hier eine Schreibmaschine, genau. So, aber die brauche ich jetzt erstmal nicht. Ich gehe jetzt erstmal schön auf die Suche nach Medaillen. Guten Tag da oben. Hier ist der Pharmainspektor. Wir nehmen nur all ihre Wertsachen. Deswegen entschuldigen Sie mich. Ich nehme jetzt all Ihr Geld in Gewahrsam. In dem Sinne. Da war sie. Ich wusste, da war noch eine irgendwo. Und hier war sie auch noch. So. Oh. Ernsthaft. Danke. Oh. Guten Tag, Sir. Kann ich Ihnen behilflich sein? Oh. Nee, das geht mir zu weit. Das geht mir zu weit. Das ist Körperverletzung, das toleriere ich hier nicht. Aber ich sollte echt mal ein bisschen vorsichtiger spielen, um ehrlich zu sein. Obwohl, scheiß drauf, Gefahr ist mein Ding. So. Schön Schmerzen? Gut. Gibt's nämlich neuen Haarschnitt. So, ich glaube. Ein Hit kann ich, glaube ich, noch vertragen, bevor ich mich dann wirklich gleich heilen muss. Die Medaille habe ich gemacht, gut. Dann hier runter. Dann gönnen wir uns nämlich was. So, gönnen wir uns einen Bierstein. Denn wir saufen heute mal die ganze Nacht. So, weg mit dem Schrank. Über den Zaun und wir sind fast am Ende. Nur ich suche jetzt erstmal noch die letzten zwei Medaillen. Also ich glaube, ich war jetzt überall bis auf da hinten. Also wenn jetzt hier die zwei sind, dann... Ah, stimmt ja. Ah ja, hier war sie ja. Hier war die sechste? Ja, und da war Nummer 7. Alter, Leon, zitter nicht so. Alter, Leon zittert so übelst aber gerade.
Na gut, wir sind kurz vom Tod und so, also. Kein Wunder. Egal. Alle sieben schön. Alle sieben hier geholt. Weiter geht's. Ah, aber es fühlt sich echt so geil an. Ich kann es einfach nur so sagen. Das Spiel fühlt sich einfach so richtig geil an, so jetzt auf der PS4. Diesen Wegweiser habe ich schon mal gesehen. Sieht sehr einladend aus, würde ich mal sagen. Oh. Das macht Sinn. Oh. Renn, Leon. Renn. Renn, 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 renn. Obligatorische Cutscene, die dich sofort umbringen kann. Ist da. Edelsteine, die ich abschießen kann, um damit ich sie bekomme, sind da. Ich weiß jetzt nicht, was. Ich will mich schon ein bisschen heilen und ein bisschen mehr Leben bekommen, um ehrlich zu sein. Allerdings. Ja gut. Okay. Kein normaler Mensch würde so 8 Kugeln, vor allem ein paar in seinem Kopf, überleben. Da gehe ich nicht hin. Oh oh. Mann. Alter, wer wirft denn da? Mann, ich sehe gerade gar keinen. So, tschüss. Oh, Bären fallen. Bären fallen. Aufpassen. Oh, der ist da drin. Geh weg von mir. Ich habe keinen Bock jetzt hier Silvester nachzufeiern. Jungs, Silvester ist schon vorbei. Packt die Knaller weg. Will man nur mal was gucken. Nee. Ja, eben mal diese Leute, die immer nach Silvester immer noch richtig hart böllern müssen. Geht gar nicht, ey. Aber nee, ohne Witz. Oh, da ist der Typ. Ja. Ich bin auch irgendwie zum Zielen gerade. Oh Mann, ich muss echt ein ganzes Magazin schon für den. Alter! Danke! Weißt du, habe ich keinen Bock, in die Luft gesprengt zu werden und muss so viel für dich ausgeben, ey. So. Bärenfalle kaputt. Ich hasse Spinnen. Danke. Ne, Witz, ich hasse solche Spinnen, die so richtig so schon Zähne zeigen, ey. Ich hab irgendwie Bock einfach nur, weil ich hasse Häuser. So, gab's hier was? Ja, noch mehr Geld, so. Ich bin einfach reich. Ah. Ich frage mich allerdings immer noch, warum Leon nicht die Fähigkeit hat, sich zu ducken. Weil das würde ich hier einiges leichter machen.
Ja, und man kann natürlich auch ganz sicher gehen und halt nichts machen und so. Also einfach abknallen. Aber ich würde, ganz ehrlich, ich würde mich einfach nur drunter hocken. Ich glaube, ich hole mal denjenigen raus. Question. You got a smoke? Got gum. Perfect. The Hello. Big cheese. What? Whoa. Der hat mal einen kräftigen Arm. Ende von Kapitel 1. Mann, hab ich nicht. Mann, war das scheiße von mir. Egal. Absaven. Ich würde mal sagen, jetzt, ich versuche, jedes Kapitel halt einzeln zu machen. Aber ich glaube, ich werde jetzt noch ein bisschen was von dem nächsten zeigen und dann werde ich, glaube ich, beenden. Ja, ach, scheiß auf, ich mach einfach noch ein bisschen weiter. Let us give you our power. Darf ich auch Nein sagen? Soon you will become unable to resist this intoxicating power. Hey, hey, wake up. Ay-ay-ay. Crawl out of one hole and into another. You want to tell me what's going on here? Americano, see? Now, what brings a bloke like you to this part of the world? Oh, hey, easy, whoever you are. Name's Leon. Came here looking for this girl. Seen her? What, are you supposed to be a cop or something? Nah, you don't look the type. Maybe. Okay, let me guess. She's the president's daughter? It's too good for a guess. Want to start explaining? Psychic powers. Nah, just kidding with you, amigo. I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church. And who might you be? Me llamo Luis Serra. I used to be a cop in Madrid. But now I'm just a good-for-nothing guy who happens to be quite the ladies' man. Why'd you quit? Phew, policia. You put your life on the line. Nobody really appreciates you enough for it. Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore. Used to be a cop myself. Only for a day, though. I thought I was bad. Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City. On my first day in the force. That is the incident with the viral outbreak, right? I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department. Oh. Do something, cop! After you. Now! Yeah.
Da hat man das Genick weg. It's Leon. Sorry I couldn't get in touch sooner, but I was a bit tied up. You're okay, right? I'm fine. There was a male civilian held captive. According to him, Ashley's in a church somewhere. What happened to him? He managed to escape. Do you have a fix on the location of that church? No. But apparently there's a secret passage in the village that leads there. I'm heading back to the village. Na gut. Von einem Scheißhaufen zum anderen. Und der rennt einfach mal weg, der Typ. Oh. Over hallo. Here, stranger. Du siehst mir vertrauenswürdig aus. Mein guter Händler. So. Ich save jetzt aber noch einmal hier ab. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal bei Resident Evil 4. Bis dahin, meine lieben Zockfreunde, haut rein.